Heute geht's um was ganz Großes, Kleines zur gleichen Zeit. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Steinevater und heute gibt's ein Modell, das ihr auch so nicht im Klemmshop findet, aber etwas, das ich mal ausprobieren wollte. Und zwar, ihr seht schon, dieser tolle Totenkopf hier, es sind Diamond Blocks. Mich hat's interessiert. Mein erstes Set mit Diamond Blocks. Hersteller von einem Set ist Barlow D oder sowas in der Richtung. Da seht ihr den Karton. Leider ist er ein bisschen nass geworden. Ich hab das hier stehen gehabt in meinem Räumchen, ein Fenster offen, es hat geregnet und der Karton stand ein bisschen ungünstig. Aber zeigen kann ich ihn trotzdem. Fast 2000 Teile. Also eigentlich was Großes. Ja? Also 2000 Teile ist ein Wort. Ich habe festgestellt, 2000 Teile in Diamond Blocks ist es noch ein größeres Wort. Vor allem fast alle in der gleichen Farbe. Also es gibt hier nur zwei Farben. Es gibt hier dieses eierfarbene, wie man es auch nennen möchte, Eierschalenfarben oder leicht gelbliche oder was auch immer und das Rot. Das war's, mehr gibt's nicht. Das Set hat sogar eine Nummer 16202. 1992 Teile steht drauf, nachgezählt habe ich sie nicht, also fast 2000. Ihr kriegt noch so eine Anleitung. Gehen wir gleich drauf ein. Anleitung mit 76 Bauabschnitten. Für 2000 Teile nicht viel. Dann ist noch so ein Servicekärtchen mit dabei. Das ist nötig, das weiß ich nicht. Zum Preis kann ich euch nicht ganz so viel sagen, weil ich das Set nicht neu gekauft habe. Ich habe es gebraucht gekauft. Es hat mich einfach mal interessiert. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe danach im Internet ein bisschen gesucht. Ihr findet es auf jeden Fall. Aber es ist nicht so leicht, diesen Totenkopf neu so zu finden. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war es keiner der Bestseller. Spielt auch keine Rolle. Viel kann dieses Ding nicht. Mir ging es hier um die Bautechniken und ums Aufbauen an sich. Allerdings habt ihr hier hinten in diesem Schädel mit eingearbeitet eine Box. Es ist keine Batterie- oder Akkubox, es ist einfach nur eine Box, wo ihr eure Stromquelle anschließt. In dem Fall einen ganz normalen USB, also nicht den C, sondern noch den alten. Und ihr habt noch einen An- und Ausschalter. Ist hier in dem Modell mit eingebaut. Und wir haben ein kleines Lichtset, und zwar genau hier vorne in den Augen. Zu dem Lichtset an sich, tatsächlich hat das eine gute Qualität. Es ist auch nichts offen, nichts frei, keine Lötstellen. Aber es funktioniert nur, wie gesagt, ich muss mein Gerät anschließen, mein Netzteil und ein Kabel, was hier jetzt nicht mit dabei ist. Und dann mache ich es an und nur dann funktioniert es. Hätte ich euch gern gezeigt, aber ich habe hier tatsächlich keine Steckdose oder die Möglichkeit. Deswegen ohne Beleuchtung, ich kann euch sagen, es blinkt. Es ist dieses typische, was diese vielen Lightbricks haben. Ganz viele verschiedene Farben. Schneller, langsamer, ja, irgendwo so standardmäßig. Finde ich aber nicht schön. Ich finde doch, es wäre wesentlich simpler bei so einem Modell einfach. Es langt ja sogar eine weiße Beleuchtung. Dadurch, dass es hinter diesen roten, transparenten Steinen ist, ja, vollkommen ausreichend. Machen leider viele Hersteller nicht. Und das finde ich eigentlich schade. Aber gut, so ist es. Ich zeige euch mal. Wir messen den aus. Dann zeige ich euch mal die Teile. Ich habe hier nämlich noch eine Tüte mit ein paar Ersatzteilen. Also, wie gesagt, fast 2000 Teile. Das Set hat eine Länge von 15 cm, eine Höhe von nur ungefähr 12,5 und eine Breite ja, von 10,5. Ich würde sagen, Handball groß. So, die Teile. In der Anleitung übrigens sieht das alles weiß aus und auch vorne auf der Abbildung ist es nicht. Ihr seht es ja selbst. So sehen diese kleinen Steinchen aus, diese Diamond. Von der Abstufung her ist es so, ihr habt die normalen, dann gibt es die Mini und dann gibt es die Diamond von der Größe her. Also es sind meines Wissens nach aktuell die kleinsten. LOZ verwendet sie in ihren Sets. Wie gesagt, das ist jetzt Balodi oder wie auch immer man das ausspricht.
3, 4, 6. Das ist jetzt eine 2x6 Brick. Ja, also absolut nichts Großes. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier. Habe ich natürlich keinen da. Aber ich kann euch mal, ich zeige euch jetzt mal eine Fliese. Diese Theorie 2x4 Fliese. Im Vergleich diesen 2x4 Stein. Falls ihr das erkennen könnt. Also der geht viermal fast in diese Fliese rein. Also fast viermal so klein. Von der Teileart her war jetzt nichts Besonderes dabei. Größenbedingt von der bestimmt, ja. Also ihr habt hier diese angeschrägten Steine. Ja, die sehen im ersten Moment ein bisschen komisch aus, aber meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich großartig Sonderteile. Es ist einfach von der Größe her ein bisschen anders da. Die Klemmkraft ist ungewohnt, also sie ist gut. Ja, ich habe es jetzt aufeinander, die ist wirklich sehr gut, aber es ist ein ganz anderes Klemmen. Also vom Feeling her einfach ganz anders wie mit den normalen Steinen. Wenn ihr ein bisschen drin seid, habt ihr euch ja daran gewöhnt, so ist es nicht. Aber ungewohnt. Des Weiteren habt ihr hier ein, zwei tricky Momente, zumindest beim Bauen, wenn es hier um diesen Unterkiefer geht und dann den oberen Teil. Also es ist an sich von der Bautechnik tatsächlich vernünftig, so dass es auch gut klemmt. Allerdings, so wie bei manch anderen Sets, auch erst, wenn ihr den Rest wieder dran gebaut habt. Also ihr klemmt, setzt die Steine drauf, dann denkt ihr ein bisschen wackelig geschickt, dann kommt die nächste Reihe, dann sieht schon wieder ganz ordentlich aus. Es ist anspruchsvoll, auf jeden Fall. Ich zeige euch mal die Anleitung, die habt ihr oben. In diesem kleinen Abschnitt habt ihr eure Teileliste. Und es ist einfach tatsächlich so, hier diesen angeschrägten Stein, den ich euch gezeigt habe, 226 Mal dabei. Wir haben 494 von diesen Ecken. Ja, also ein Haufen. Ihr habt 31 Mal so ein Einser, so einen flachen. Also ne? 146 mal 2 mal 3. Also tatsächlich nicht viele unterschiedliche Teile, aber eine große Anzahl. Dafür ist da echt was Vernünftiges draus geworden. Und die Anleitung ist auch, ja, man muss sich sehr konzentrieren dabei. Ihr seht's, ja, das ist der erste Abschnitt. Ihr legt die untere Reihe hin, dann setzt ihr die andere Reihe drauf. Es ist zwar mit Pfeilen gekennzeichnet, wo es hin soll. Nichtsdestotrotz, ein, zweimal habe ich mich auf jeden Fall verbaut und muss das nochmal neu machen. Ist auch am Anfang ein bisschen wackelig. Ja. Zwischendrin dann auch mal wieder. Im Gesamten gibt es sich's dann. Was sich hier als ein bisschen schwieriger herausstellt, weil ihr ja auch so nach außen geht und nach innen geht, wobei das nach außen gehen tatsächlich schwieriger war wie das nach innen. Wenn ihr die Steine festdrückt, dann passiert es doch mal, dass ein bisschen was reinfällt wieder oder abfällt. Weil ihr einfach nicht diese große Fläche habt. Also ihr müsst da wirklich eine ganze Nummer vorsichtiger umgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennt, aber man sieht auch überall den Spalt. Es lässt sich nicht so gut festdrücken im Gesamten. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur gesagt, ja, ich mache es vorsichtig. Also das habe ich, weil ich nicht will, dass mir das Ganze wieder zusammenbricht. Ich habe es da mal versucht nachzudrücken an ein, zwei Stellen. Aber so, es hält, es sieht ganz gut aus. Natürlich auch hier mit der Nase und so. Es ist schon detailreich, was das angeht. Was ich auch schön finde, ist, dass diese Box hier hinten so mit integriert ist. Ja. Hat mir auch ganz gut gefallen. Weil es einfach eine Einheit bildet. Ne? Ja, ich finde, also meine erste Erfahrung mit den Diamond Blocks, es ist nicht schlecht. Für mich persönlich wäre es nichts. Ich klemme lieber mit den normalen Steinen. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass es da mal ein weiteres Set gibt. Weiß ja nicht, ob ich mal eins von Lotz vorstelle oder so. Ist einfach nicht ganz meine Steinegröße. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ihr kriegt diese Sets, es sind ein Haufen Steine zu günstigen Preisen. Also wenn ihr mal im Internet schaut, so diese Diamond Blocks, die kosten wirklich nicht so viel. Ja, klar, es sind kleiner, weniger Material und so weiter. Trotzdem habt ihr einen Haufen Steine, ihr habt auch eine Bauzeit. Ja, es ist teilweise knifflig, teilweise schwerer meiner Meinung nach wie die normalen Sets. Einfach weil ihr vielleicht zwei, dreimal hingucken müsst. In der Anleitung sieht das alles ja aus wie eine normale Größe.
Aber dann habt ihr dieses Set vor euch stehen und dann sucht ihr mal. Also so ist es nicht. Ja? Vor allem auch Steine abzählen und sowas. Wenn ihr so die Hälfte geschafft habt und es nach oben geht vom Aufbau her. Ich sag mal hier, ab 43 sowas. Das ist relativ entspannt gewesen. Also da ging es wirklich ganz gut nach oben. Da ist es auch nicht mehr ganz so viel auf einmal. Wie gesagt, tricky part war hier die Geschichte mit dem Unterkiefer und dem Oberkiefer. Und auch die vor allem nochmal zusammenzubringen und dann an den Kopf anbringen. Ne? Also ihr seht jetzt gerade diese Geschichten hier unten, ne? Wo ich das hinlegen müsst und dann die anderen drauf machen müsst. Also, schönes Set. Hat mir tatsächlich gefallen. Mir gefällt es auch so, wie es da steht. Ich denke mal, das gute Stück kriegt auch vielleicht hier hinten einen Platz. Ja, machen wir gleich so dahin. Vielleicht setze ich nochmal da drauf. Nein, aber meine persönliche Meinung, also für mich wird es nichts sein, diese Diamond Blocks. Aber jedem das eine. Vielleicht ist es genau das Richtige für euch. So, das war es auch schon wieder. Allzu viel gibt es dazu ja nicht zu sagen. Wenn ihr Wünsche habt, Fragen, Anregungen, ihr wisst, ihr dürft in die Kommentare reinschreiben und dann schaue ich, was ich machen kann. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da gibt es etwas Größeres, zumindest von den Abmaßen. Bis dahin, alles Gute.